So, dann würde ich sagen, legen wir jetzt endlich los. Und damit herzlich willkommen hier bei Deus Ex Mankind Divided auf Kellerkind.org. Ja, wie schon gesagt, wir hatten hier in der letzten Woche mit der guten Frau in der Red Queen geredet und haben noch ein bisschen was zu tun und müssen jetzt heute den Kontrollraum finden. Moment, da waren wir. Denn laut Massa gibt es hier ein Überwachungsnetzwerk. Es dürfte deutlich einfacher sein, Dominic Q unbemerkt rauszuschaffen, wenn ich zuerst das hiesige Sicherheitshub finde. So, dann müssen wir mal schauen, wo wir hin müssen. Na? Okay, ist das hier hinten das Sicherheitshub? Na, ist das lustig. Okay, dann müssen wir uns hier in den Weg hineinschlängeln und dann hier hinten zu den Appartements. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal. Der wird uns ja wahrscheinlich nicht durchlassen. Hau ab! Du kommst hier nicht rein. Dreh um, Techno. Uyoboki dürfen hier nicht rein. Okay, der ist unfreundlich. Du bist hier nicht willkommen. So, schauen wir erstmal. Machen wir erstmal ein Quick Save. Und dann. Hallo. Hast du das? So. Der sucht. Du suchst aber nur bis zur Kiste? Oder suchst du noch weiter? Es war also nichts. Genau, es war nichts. Es war nur der Wind. So, schauen wir doch mal. Hier sind keine Leute. Oh, ich hasse solche Tunneldinger. Aber wie gesagt, es war wichtig, dass wir hier zuerst mal... Mist, hier brauchen wir eine Karte. Puh, haben wir die Karte? Nein, die haben wir nicht. Das habe ich doch befürchtet. Ist hier irgendwo ein Lüftungsschacht oder so? Nicht wirklich. Ich habe es mir natürlich wieder zu einfach vorgestellt. So, der sieht uns nicht. Der vor der Tür auch nicht. So. Komm, 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 komm. Oh, ich hoffe, er hat noch nicht alarmiert. Na, war ja klar. So. Fuck, der hat keine Zugangskarte dabei. Ja. Hoch mit dir, bevor du es bereust. Die können ja Leute aufwecken. Das ist ja böse. Oh, haut die jetzt alle ab? Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Beide ausgeschaltet bekomme. Okay, Sicherheitskarte haben wir schon mal. Na komm, beruhigt euch. Lassen wir die hier vorne stehen. So, der kommt uns nach. Der Trusch ist weg. Ja, ich bin weg. Sehr
Sehr gut. Noch eine Sicherheitskarte. Uhuhu. So, ihr kommt nicht mehr. Was? Wer soll mich denn bitte schön hier sehen? Komischer Detektor. Gut. Uiuiui, es geht ja schon aufregend los heute. Leute da. So, wir müssen da rüber. Oh, ich hoffe, das steht auf der richtigen Seite. Aber von da aus wären wir ja nicht dahin gekommen. Okay. Also wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen nach rechts orientieren. Nein, 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 sieh mich nicht, sieh mich nicht, sieh mich nicht. Glück gehabt. Oh, hier müssen wir uns aber eine Alternative suchen. Ich kann ja nicht durch die Haupttür rein. Okay. Auf, 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 auf. Nein, 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 nein. So, hier werden wir doch bestimmt einen Weg finden, bitte. Nein, natürlich nicht. Wie immer. So, geht's hier weiter. Ach Mann, keine Lüftungsschächte. Wie seid ihr denn drauf? Lang. Hier irgendwie weiter? Nee. Okay, das ist auch nur zum Gucken. Na, dich hole ich mir. Schmerzmittel. Nett. Okay, da steht einer. Hallo, an der Wand bleiben, Adam. Ich hätte da hinten reingemusst. Was war hier? Die Wand stealthen. Okay. Quick Save. Oh, gucken, ob ich den ausgeschaltet bekomme. Sehr gut. Damit sind die schon mal betäubt. Na, ich glaube, ich schalte einfach jetzt alle aus. Ich meine, das hatten wir das letzte Mal schon festgestellt, dass dieses Spiel nicht zum Schleichen ausgelegt ist. Also, oder dass ich nicht zum Schleichen in diesem Spiel ausgelegt bin.
Okay, da ist schon mal Tür offen, das ist schon mal gut. Aber ich hätte ja doch noch gerne das Bonusziel. Gucken wir doch mal, ob wir das nicht hinkriegen. Ich meine, wir haben noch 48 Schuss. Hey, meine Frage nach dem Deal zwischen Katlek und Radic, vergiss es. Ich will mit der Familienscheiße nichts zu tun haben. Du hast mich heute Morgen gefragt. Und das sagst du jetzt? Ich will mit der Familienscheiße nichts zu tun haben? Ich hab's gern simpel. Okay. Leute wie ich gehen nicht in einen Stripladen und beschweren sich übers Buffet. Na komm, komm zu mir. Ich krieg dich nicht schnell genug, oder? Da ist auf alle Fälle ein Lüftungsschacht. Ja, ab, stimmt ja. Au, au, au. Ah, hab ich nicht mehr dran gedacht. Komm, voll um, voll um, voll um. Ich habe gehört, dass es im Hotel Narika lag. Ja, wir sind eh tot. Alles gut. Mist. Hier gespeichert, das ist schon mal sehr gut. Hey, meine Frage nach dem Deal zwischen Katlek und Radic, vergiss es. Ich will mit der Familienscheiße nichts zu tun haben. Du hast mich heute Morgen gefragt. Und das sagst du jetzt? Ich will mit der Familienscheiße nichts zu tun haben? Ich hab's gern simpel. Okay. Leute wie ich gehen nicht in einen Stripladen und beschweren sich übers Buffet. So, wie kriegen wir die da weg? Ich werd mich einfach zum Lüftungsschacht schleichen, wenn der sich umdreht. Das sollte passen. Na komm, dreh dich um. So, heute schon mal. Zwei Umgang. So, was haben wir hier für einen schönen Raum? Nur Blödsinn. Oder gibt's hier eine Schwachstelle? Okay. Das wäre ja auch zu schön gewesen. So, dann mal hier hoch. Ich habe alles im Griff. Kein Problem. Okay. Die Kamera schwenkt nur da hinten. Oder dreht die komplett? Ne, die schwenken wir nach da hinten. So, wie sieht das denn hin? Wo müssen wir denn hin? Oh, wir sind sogar auf dem richtigen Stockwerk. Und ich gucke sogar in die richtige Richtung. Alles klar. So, unser Ziel ist auf alle Fälle genau da. Da in dem Räumchen vor uns. Das heißt, wir müssen an der Kamera vorbei und da hoch. Okay.
Warum steht nur eine? Sehr gut. Den hätten wir ausgeschaltet. War im Knast. Luxusknast in Moskau. Die Scheiße aufs. Oh oh. Willst du kritisieren, wen er einstellt? Viel Glück. Angeber gibt's in meiner Heimat. Der hab ich direkt gesehen. Ist es übel. Weiß doch, wie es läuft. Einige sind zum Schießen da, andere werden erschossen. Gut, die zwei hätten wir auch beruhigt. Schauen wir mal, ob es hier was Schönes gibt. Ja, ja, ich weiß, dass ich da lang muss. Schränkchen, eine 10 mm. Das interessiert mich nicht. Ah, okay. Das ist wichtig, also behandeln. Oh, cool. Wir müssen da in den Raum rein. Dann gehen wir doch hier über. Die Dächer. Sehr gut, sehr gut. So. Ach, das, hä? Ach, der ist hier überall, könnte der in dem Bereich sein. Ah, ich verstehe, alles klar. Gut, naja. So, die wäre auch beruhigt. Ja, ein bisschen Fanservice hier. Ja, das Land hat einen 12-Jährigen. Russland haben gehackte Drohnen St. Petersburg attackiert. Okay, was habe ich jetzt aktiviert? Die USA haben Millionen ihre Arbeit verloren, als das Kollektiv. Ah, Dokumente sehr schön. So, was gibt's denn hier Schönes? Minenmatrix, Gasgranate und Maschinenpistole. Brauche ich nichts davon. Aber die Zubehörteile nehmen wir auf alle Fälle mit. Sonst nichts mehr Spannendes. Das ist aber ein fies versteckter Schalter, den kann man echt gut übersehen. Aber so soll das mit versteckten Schaltern auch sein. Da müssen wir jetzt hier wirklich in jedes Ding rein. Okay, also hier auf dem Stockwerk ist er auf alle Fälle nicht. Ich muss auf alle Fälle hier. Alles klar. Irgendwo muss es hier sein. Ich will nicht, dass ich im Hintergrund gesehen werde. Ne, das war von unten. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass hier drin die Steuerung ist. Wir suchen doch noch nach der Steuerung, oder? Ach nee, wir müssen Dominik finden und ausschalten. Ah, den komischen mit dem Stern. Alles klar. Du bist nicht Dominik? Nee, schade. Dann wirst du hier wohl in einem anderen Raum sein. Ich hab doch hier die Elektroschock. Oh, nein, nein, nein. Guck bitte in eine andere Richtung. Nein, guck in eine andere Richtung. Das ist wichtig, also behandle es bitte auch so. Mann, ist mir langweilig.
Oh, kann ich den nicht schocken? Das ist aber doof. Ich dachte jetzt eigentlich, ich könnte mit der Elektroschockpistole Kameras ausschalten. Bin ich da ein Missverständnis erlegen? Ineffektiv gegen Überwachungskameras. Okay. Gut, man kann sich ja auch mal vertun. So, wie kommen wir denn da an dem Ding vorbei? Machen wir mal hier. Einmal eine krasse Tarnung. So, die Alarmtafel brauchen wir nicht. So, er wird ja wohl hier drin sein. Oh, das kann ich gar nicht hacken. Mist. Aber wir dürften jetzt mittlerweile wieder genug für einen Zauberschlüssel. Nein! Ich habe nicht genug für einen Schlüssel. Oh, ist das fies. Ob im Theater heute wohl was los ist? Bock, bock. Ich füttere da irgendwas rein. Es freut mich, dass du alles im Griff hast. Da komme ich aber dann auch nicht durch. Gucken wir doch mal ein Stockwerk höher. Ja, zack. Wieder zwei drin. Das ist eine Alarmtür. Den haben wir wunderbarerweise ausgeschaltet. Den Handlanger. Das ganze Bewachen ist doch sinnlos. Das ist wichtig, also behandle es bitte auch so. Ja, die schläft nur. Gar kein Problem. Die schläft nur. Nett, hätte ich auch gerne. Hier geht's nicht rein. Damit das humane Restitutionsgesetz durchgeht, während die Gangster-Syndikate sich schon die Finger wegen der Kontrolle über den Gesetz. Alles sicher an Stufe 3. Da komme ich nirgendwo rein. Achso, und? Ah. Geh weg. Credit Chip wollte ich eigentlich haben. So. Ball. Wie lösen wir denn das Problem schon? Oh, da habe ich aber echt Glück gehabt. Der dreht sich ja komplett. So, was bist du? Du bist auch Sicherheitsstufe 3. Irgendwie muss man hier doch reinkommen können. Ist aber auch niemand drin. Müssen wir mal da in die Tür gucken. Die ja offen ist. Dreh dich weg. Dreh dich weg. Das ganze Machen ist doch sinnlos. Das ist wichtig. Also behandle es mit. Okay, du liegst auf der Couch. Ja. Ich habe den Code für den Kontrollraum drüben in Apartment 95 geändert. Er lautet auf sofort 0666. Halt heute Nacht die Augen offen. Angeblich ist Cutler Kind unserem Freund Dominik her. Okay, damit haben wir schon mal den Anfang, würde ich sagen. So, was kann ich mit dir machen? Du schläfst. Das ist sehr gut. Ich möchte aber die Munition.
Dankeschön. Gute Nacht. So, da haben wir Apartment 95. Eieiei. So. 0666. Komm. Niemand hier. Sesam, öffne dich und ich mach mal schließe dich. So, auch Sicherheitsstufe 3. Ist ja fürchterlich. Und das sollte doch Kontrollzentrum sein. Ah, Moment. Moment. Hier haben wir doch eine versteckte Tür. Und da haben wir einen versteckten Schalter. So, gibt's hier irgendwo einen Zugangscode versteckt? Bevor ich jetzt wild anfange. Wieder nicht. Oder das ist wahrscheinlich Stufe 5. Ah, Stufe 3. Habe ich denn nicht noch einen Punkt, den ich auf Hacken vergeben kann? Habe ich bitte noch einen Punkt? Nee, ich habe natürlich keinen Praxispunkt mehr. Oh. Mist. Restitutionsgesetz tatsächlich kommt. Habe ich hier noch irgendein... Doch bestimmt noch ein Dokument. Okay, da schreiben... Ups, da schreiben sie nichts zu. Zugangskarte für den Schießstand. Auch kein Code mit dabei. Vielleicht kann ich dem Notebook das Foto vorhalten. Vielleicht irgendwie Gesichtserkennung oder sowas. Ist überall nichts dabei. Genau, den muss ich mir noch das nächste Mal angucken. Wer, ja, wer gucken will, was passiert, kann jetzt den Code einscannen, den wir da in der letzten Folge gefunden haben. Ich warte noch eine Sekunde. So, ihr könnt ja Pause drücken. Ich zeige jetzt gerade nochmal alle Codes. Das ist der erste, den wir gefunden hatten. So, das sollte reichen. Ich meine, ich kann ja Pause drücken. Und das ist der zweite. Weil ihr sollt ja alle was davon haben, dass wir die Dinger finden. So. Gut, damit habe ich das auf alle Fälle schon mal. Nichts, nichts, nichts und doppel nichts. Das nervt mich. Mich freut es auch. Also, hätte hier nicht irgendwo ein PDA rumliegen können? Ich habe das Admin-Passwort geändert oder so. Wie sie das immer machen. Ist hier vielleicht irgendwo. Ich meine, das machen sie ja wirklich auch gerne. Da. 350948. Sehen wir das aus? Steht da irgendwas? Nee. Ah, doch, er schreibt. 350948. Mist. Ja, sowas machen sie hier immer gerne. So, was haben wir denn da noch? Restructure Overflow, Transfer Notes. Ich lass mich hier doch nicht reinlegen vom Spiel. Finden das doch. 5, 5, 6,
sehen. Ich glaube nicht, dass das das Passwort ist. Don't touch my damn sandwich. Das finde ich echt schade, dass die Dokumente alle so niedrig aufgelöst sind. Ich meine, das sieht hier also auch schon so, wenn man davor steht, doof aus. Probieren wir nochmal die 55687 da oben. Gedacht. Müsst. Schauen wir uns erst noch mal ein bisschen um, ob hier nicht doch noch irgendwo ein PDA liegt. Wenn ich einfach zu früh aufgegeben habe. Wahrscheinlich steht der Code dafür hier drin. Gleb Schüsselsilbe. Was für Namen? Vertreter der WHO versuchen derzeit den Ausbruch einzudämmen, während in San Francisco der Pharma-Riese Versalife in seiner Mist. Ist hier irgendwas im E-Book? Okay. Nichts Auffälliges. Ist hier noch irgendein Dokument? Nichts, was hier irgendwie leuchtet. Mist, jetzt haben wir den Kontrollraum, aber das Passwort nicht. Hübsch. Das ist ein netter Fluchtweg. Kann ich sie hier einfach in die Luft jagen? Ja, wir haben einfach zu wenig Schrotthaken. Na gut. Der guckt da gerade runter. Und hier war ja auch nichts. Auch nix. Okay, da ist auch nichts versteckt. Auch kein Code. Auch im Klo kein Code versteckt. Ach man. Was ich interessant finde, ist, dass hier eine Tür ist, aber hier kein Raum ist. Faules Questdesign. Leveldesign. Du hattest ja auch nichts dabei. Natürlich wieder genau in die Kamera geguckt. Oh, dann gehe ich halt die andere Seite runter. Das ist einfacher. Wohl, nee. So. Das kann ich nicht benutzen, oder? Nee, dann den Code. Hier noch irgendwas versteckt. Ihr zwei Jungs habt ja auch nichts dabei mehr. Oh. Credit Chips.
bringt mich jetzt aber nicht weiter. Da komme ich auch nicht hoch. War ich zu ausgiebig mit unseren Schrottteilen bis jetzt? Mist. Na gut, ich habe ja alles mit den Dingern aufgemacht. Hallo. Irgendwo, irgendwas. Die Mädchen müssen die Wäsche reinholen. Es sieht nach Regen aus. So. Geht da jetzt noch da hoch. Hier unten nochmal. Ich hab alles im Griff. Kein. Ah, ne, da waren nur die zwei. Die wollen was dabei haben. Naja, gucken wir mal. Kamera werde ich jetzt nicht laufen. Ja, laufen wir einfach da vorbei. So. Du hast auch keine Infos dabei. Hier ist Dominik. Dominik! Kannst du reden? Oh, Dominik, hallo. Nicht jetzt. Jemand hat Galois ausgeknipst. Ich hab's dir gesagt. Und tschüss. Wie? Ich habe gehört, was mit Dominik passiert ist. Die Situation geriet außer Kontrolle, aber Sie sagten ja, er war eine Belastung. Natürlich war er eine Belastung, aber er sollte jetzt nicht sterben. Sie sollten sehr vorsichtig sein, Herr Jensen. Moment, da stand doch ausschalten. Ja. Machen wir das gerade nochmal? Ich meine, wir haben ja bis jetzt nichts gefunden. Von da aus, dann gehen wir nochmal runter. Da stand doch ausschalten. Und ausschalten heißt doch mich umbringen. Ja, genau. Wir schauen immer zu, weil sie immer zuschauen. So, wo waren wir denn? Da geht's raus. So, einmal runter. Und schalten wir ihn jetzt halt nicht aus. Komm, Tuse. Okay, gut, den haben wir auf alle Fälle schon mal. Gut, betäuben ist okay. Alles klar. Dann kennt das Spiel anscheinend ein anderes Ausschalten als ich. Oh, 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 da kommt einer. Kein Problem. Befehl ist Befehl. Ach komm. Jetzt war ich eine Sekunde zu langsam, oder was? Na, das kriegen wir heute auf alle Fälle noch hin.
So, Kollege, dann komm. Okay, warten wir, bis das Ding wieder zurückschwenkt. Gerade mal, yay, Zubehörteile. Oh, oh, oh. Nicht, gut, so, okay. Gott sei Dank haben wir die Tarnung. Ich liebe die Tarnung. Ich hoffe, wir kommen da dran vorbei. Soll doch jetzt nicht etwa da rein? Oder wo soll ich hin? Spiel, wo möchtest du, dass ich hingehe? Soll ich jetzt mit euch mit dir raus oder was? Jetzt muss ich Dominik nur noch zum Treffpunkt bringen und wenn ich es mir nicht mit Ota und Wasser verscherzen will, sollte niemand erfahren, dass ich hier war. Okay. Na komm, guck in die andere Richtung. Ich hoffe, du kriegst das hier nicht mit, dass ich die Leiche in der Hand habe. Komm rum. Merkwürdige Dinge passieren hier. Merkwürdige Dinge. Komm rein. So. Das war doch hier, wo ich hier rauskam, oder? Ich gesagt habe, dass das so ein wunderschöner Fluchtweg ist. Komm rum. Ja. Perfekt. Nein, ich will dich nicht looten, ich will dich mitnehmen. Komm da rein. Komm hier durch. Wundervoll. Mit einer Tür auf. Einmal wieder mitnehmen. Oh ne. Oder doch. Genau, da haben wir doch die Garage. Wundervoll. Komm. Mit runter. Nein! Naja, wenigstens bestrafen sie einen nicht dafür, wenn wir runterkullern. So, komm her. Komm mit runter. So. Mach's dir bequem. Ein Stockwerk tiefer. Oh, jetzt zieh ich fest. Komm her.
Warum zu mir? Uah. Was tust du? So. Komm weiter. Wir sind gleich da. Wundervoll. Wie sichere ich den Lagerraum? Du bist unlocked. Achso. So. Katlek, ich habe Dominik abgeliefert. Niemand hat mich gesehen. Respekt, wie geht es ihm? Er ist noch bewusstlos und er verträgt bestimmt kein grelles Licht, wenn er zu sich kommt. Ich werde daran denken. Wir wollen, dass er so aufmerksam wie möglich ist. Damit ist unser Geschäft abgeschlossen. Wunderbar. Sehr schön. Haben wir das doch geschafft. Was für eine Geburt. Okay. Vergiss es. Ich wusste nicht, dass du sowas nicht magst. Hui, hui, hui. Was für eine Nebenmission. Gut. Aber wir haben jetzt wieder Punkte hier zur Verfügung. Punkte. Gut. Nehmen wir mal Hacken V3. Das hat mich jetzt eben ein bisschen genervt, dass wir da nicht reingekommen sind. So. Komm, steck die Waffe weg. Hallo. Do it. Warum magst du jetzt nicht... Komm schon, Bratischka. Wo war denn jetzt Waffe wegstecken? Habe ich jetzt wieder die völlig falsche... Ah, ja, ich habe die völlig falsche Tastenbedingung im Kopf. Alles klar. Ich glaub's nicht. Ja, alles gut, Kollege. So, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn jetzt noch auf der Uhr? Nebenmission ist alles erledigt. Wunderbar, interessante Orte. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir jetzt erstmal Smiley in dessen Büro aus, was ja Mission 8 ist, und dann Mission 9. Weiter geht's. Hören Sie, ich habe getan, was Sie verlangt haben. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich will nicht. Herr Jensen, hier ist gar nichts. Ota Botkovelli, ich sehe Ihr Gesicht auf dem Infolink. Die Sache für Katlek ist erledigt. Das hat sie mir schon gesagt. Es war unser erstes Gespräch seit. Nun, die Zeiten ändern sich. Connors Schulden sind damit bezahlt. Vielleicht schulde ich jetzt dir was. Ich würde es mir merken. Mach das, mein Freund. Ja, wer weiß, wann wir diesen Gefallen noch gebrauchen können. Diese verrückte Musik. Die Stadt geht vor die Runde. Man hat das Gefühl, dass alle paranoid sind. Immer. Immer. Was guckst du denn so? Ja. Oh, hey, Adam, wie läuft's? Miller schickt mich um. Mich zu überprüfen? Echt?
Ich bin fertig, wenn ich fertig bin. Hektik bringt ja gar nichts, Adam. Perfektion dauert. Genau. Also? Nun, ich hatte recht. Bin ich gut oder bin ich gut? Was haben Sie gefunden? Ach, nur ein paar isolierte Fragmente vom Timer der Bombe. Und jetzt kommt's. Es ist eine Stanek. Eine Stanek? Der Timer der Bombe war eine Armbanduhr? Wie auch immer. Ein mechanischer Timer ist nicht so dumm, wie es sich anhört. Sicherheitsscanner entdecken jede verdächtige Elektronik. Also ist eine technisch veraltete Lösung im Grunde sogar ziemlich clever. Stanek-Uhren sind echte Handarbeit. Ich werde das Geschäft mal besuchen. Hab vermutlich geschlossen. Vielleicht finde ich eine andere Lösung. Ach, hab schon. Norman Stanek, Gründer und Besitzer des Geschäfts, lebt im Viertel Davni Obvod beim Pilgerbahnhof auf Tschechisch Budnik na Draži. Gebäude 96, zweiter Stock. Danke, sehe ich mir an. Sagen Sie mir, wie es läuft. Jut. So, da haben wir doch eine Spur gefunden. So, und wir haben hier noch... Hallo, Analyst. Was gibt es so Dringendes? Und wir könnten da oben das Teil benutzen. Okay, ist dann hier nochmal hoch. Hallo, Treppe. Da ist Treppe. Dr. Miller in Gotham City bleiben? Das sind verdammt viele Daten. Lass du mich hier rein? Ah, dafür habe ich ja die Zugangskarte. Hallo. Wir wollen nicht gestört werden. Na, was hat der für ein Evo? Aggressive Hex. Ja, das ist aber nicht der ordentlichste Chef hier. Also ganz ehrlich. Interessante Partie. Ja, und den Alkohol im Büro. Alex, ich bin drin. Muss ich etwas wissen, bevor ich den Stuhl aktiviere? Jedes NSN ist anders, Mann. Also bin ich nicht sicher. Ich nehme an, du landest in einer Art virtuellem Konferenzraum. Es sollte sonst niemand da sein. Und falls doch? Bist du Miller. Sag was Lässiges und melde dich ab. Okay. Und wo finde ich diese gespeicherten Gespräche? Keine Ahnung. Es ist dein Plan. Aber holographische Aufzeichnungen sind speicherintensiv. Du musst vielleicht an mehreren Orten suchen. Ich muss auf mein Gehör vertrauen. Genau. Der Flüsterchip ist auch noch da. Wir erfahren es also beide, wenn du es geschafft hast. Viel Glück, Adam. Das ist anders. Das ist auf alle Fälle interessant. Aber was es mit dieser virtuellen Realität auf sich hat, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, hier bei Deus Ex Mankind Divided. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis zur nächsten Folge.